Schön, dass du da bist. In dieser kleinen Reihe von Videos wollen wir dir einmal zeigen, wie du mit Jimdo ganz einfach deine eigene Website und in diesem speziellen Fall auch deinen eigenen Online-Shop erstellen kannst. Ein Online-Shop macht natürlich dann Sinn, wenn du deine Waren nicht nur in einem Ladengeschäft in der physischen Welt anbieten, sondern auch im Internet vertreiben möchtest. Damit kannst du deinen Kundenstamm auf die ganze Welt ausdehnen, wenn du möchtest, und hast natürlich auch rund um die Uhr geöffnet. So, hier siehst du einmal die Homepage von Jimdo. Hier bin ich schon angemeldet. Ich habe also schon ein Nutzerkonto bei Jimdo, wie man hier oben rechts sieht. Wenn du noch kein Nutzerkonto hast, kannst du hier klicken und eins einrichten. Wenn du schon eins hast, kannst du dich hier in deinem Konto anmelden. Genau das mache ich jetzt einmal. Ich bin jetzt also in meinem Dashboard. Hier sieht man schon einige Beispielseiten. Die wollen uns jetzt erstmal nicht interessieren. Wir wollen ja eine neue Webseite anlegen. Wenn es deine erste Webseite ist, dann siehst du hier natürlich noch keine, sondern nur die Möglichkeit, eine neue anzulegen. Da klicken wir jetzt einmal drauf. So, wir entscheiden uns für Shop. Hier gibt es zwei verschiedene Auswahlen, weil Jimdo zwei Systeme anbietet. Wir interessieren uns jetzt für dieses, denn wir wollen ganz ohne Vorkenntnisse, ganz einfach mit wenigen Klicks eine Webseite erstellen mit Online-Shop. Jetzt kommt der Einrichtungsprozess. Hier fragt dich Jimdo nach einigen Informationen zu deinem Shop, welche Branche, welcher Zweck und so weiter. Du kannst die Fragen alle auch überspringen, wenn du dir noch nicht sicher bist bei der Antwort oder du das erst später machen möchtest. Aber aus diesen Informationen kann Jimdo dann schon eine Beispielseite für dich erstellen, die dann schon eine gute Grundlage ist für deinen eigenen Shop. Wir gehen jetzt diese Schritte einmal zusammen durch. Ja, ich habe schon Produkte. Sagen wir mal, ich möchte dieses. So. Hier wird nach einem Namen des Shops gefragt. Den kannst du natürlich ändern später, aber ich nehme mal das, was das System mir vorgeschlagen hat anhand meiner E-Mail-Adresse und mache damit weiter. Wenn du eine Facebook-Seite hast, kannst du sie an dieser Stelle verbinden. Ich überspringe das, weil ich habe kein Facebook. Auch auf Google Maps bin ich nicht vertreten. Man sieht hier, zu meinem Fantasienamen passen natürlich keine realen Shops in Hamburg, sondern nur tatsächlich irgendwelche Adressen in Irland. Aber wenn du vertreten bist, kannst du hier tatsächlich deine Ladenadresse schon angeben oder das auch später machen. Und dann hast du die Möglichkeit, eine Google Maps auf deiner Website einzubinden, sodass Leute dich auch finden können und wissen, wo genau du zu finden bist. So, was ist mir am wichtigsten? Produkte bewerben und so weiter. Da wählst du die passende Option. Jetzt ist es die Frage Kategorie, also die Branche letztlich, in der du unterwegs bist. Für meinen Fantasieshop habe ich mir jetzt überlegt, es soll ein Buchladen werden, weil ich Bücher sehr liebe. Also nehme ich hier den Bereich Bücher und Literatur. Es kann natürlich sein, dass nicht die passende Branche dabei ist. Dann wählst du diese letzte Option und gibst die Branche dann selber ein. Wenn du Instagram nutzt, kannst du das auch ähnlich wie Facebook verbinden und dann auch als Quelle für deine Fotos verwenden. Also kannst deine Instagram-Fotos, wenn du welche hast, auch auf deine Website verwenden. Ich überspringe das natürlich. Jetzt wird schon nach dem Design für die Webseite gefragt. Auch das kannst du alles später noch anpassen. Es geht jetzt nur darum, für den ersten Vorschlag, den das System dir macht, das zu wählen, was am ehesten deinen Vorstellungen entspricht. Genauso bei den Farben, das sind natürlich jetzt nur wenige Auswahlmöglichkeiten. Du kannst dann nachher ganz nach deinen Vorstellungen deine Hauptfarbe wählen und darauf basierend eine passende Palette auswählen, sodass deine Website dann genau in den Farben erstrahlt, die du gerne haben möchtest oder die auch deiner Corporate Identity entsprechen. Ich nehme mal diese Auswahl. Und jetzt macht mir das System tatsächlich schon zwei Vorschläge.
für die erste Version meiner Webseite. Wie gesagt, das ist nicht in Stein gehauen, das kann man alles anpassen, aber du kannst schon einmal anfangen und ich entscheide mich für die hellere Variante und klicke weiter. Wir überspringen jetzt einmal die Frage nach der Domain. Die ist natürlich tatsächlich wichtig. Nachher, wenn du ein Premium-Paket hast, kannst du auch eine eigene Domain verbinden. Die ist im ersten Jahr kostenlos. Und mit einer eigenen Domain hast du natürlich eine individuelle Webadresse, unter der man dich finden kann im Netz und die auch deinen Namen, den Namen deines Shops natürlich ausdrückt. Und ist natürlich ungemein wichtig, aber für unsere Funktion überspringen wir das natürlich jetzt einmal. Jetzt heißt es, deine Website wird geladen und das geht tatsächlich ruckzuck. Da ist nämlich meine fertige Website. Im Prinzip fertig, natürlich. Die Inhalte, die wir jetzt sehen, sind alles Beispielinhalte. Dieser Assistent, der rechts aufgeht, den kann ich sehr empfehlen, den einmal durchzuspielen. Der gibt dir nämlich die ersten Schritte schon an die Hand, was du jetzt noch machen musst, um sozusagen deine Webseite fertigzustellen. Da wir jetzt gezielt uns die Shop-Funktion angucken wollen, schließe ich das einmal. Kann man auch schon einmal scrollen, hat man schon eine Vorstellung, wie die Webseite aussehen kann. Es sind, wie gesagt, Beispielinhalte, aber da ich Bücher angegeben habe, sehe ich hier tatsächlich auch schon Bilder mit Büchern, was schon mal nicht schlecht ist. Und ich kann natürlich alle diese Bilder durch eigene ersetzen. Die Texte kann ich entsprechend schreiben, dass sie zu mir passen. Ich kann die ganze Struktur der Webseite anpassen. Dazu würde ich sagen, dann kommen wir in einem späteren Video nochmal. Wir wollen uns ja jetzt auf den Shop konzentrieren und den Bereich Shop, also die Grundeinrichtung, die Einstellung für den Shop, finden wir hier oben links im Menü. Wenn ich hier also einmal Einstellungen wähle, dann sehen wir, aha, hier gibt es die verschiedenen Grundeinstellungen. Was braucht ein Shop? Ja, wir brauchen erstmal ein Premium-Paket, in dem die Shop-Funktion enthalten ist. Das sind die E-Commerce-Pakete bei Jimdo. Da gibt es verschiedene. Generell ist unser Shopsystem für kleine bis mittelgroße Shops bis zu, sagen wir mal, 100 Produkten etwa geeignet. Wenn ihr weniger Produkte habt, reicht vielleicht auch ein kleineres Paket. Da könnt ihr einmal vergleichen, was das Richtige für euch ist. Ein erstes Produkt hat tatsächlich das System automatisch hinzugefügt. Das ist natürlich genauso wie die Bilder und Texte eben, die wir gesehen haben. Ein Beispielprodukt, ein Platzhalter für dein Produkt, wo du dein erstes Produkt einstellen kannst, das sehen wir dann tatsächlich auch gleich. Und auch dazu werden wir nochmal dann in einem anderen Video, dann darauf werden wir nochmal näher eingehen auf Produktverwaltung, Kategorien und so weiter. So, vervollständige dein Unternehmensprofil. Das ist natürlich sehr wichtig, dass du einmal deine Adresse, Anschrift, Telefonnummer hinterlegst, damit wir wissen, wer du bist und damit alles rechtlich seine Richtigkeit hat. So, und damit der Shop starten kann, online gehen kann, musst du natürlich auch Zahlungen akzeptieren können. Hier kannst du also die Zahlungsdienstleister verbinden und das zeigen wir euch dann gleich im zweiten Teil. Wir haben schon gesehen, es gibt einige Grundeinstellungen, die nötig sind, damit der Shop überhaupt starten kann. Das heißt, es muss ein entsprechend geeignetes Paket vorliegen. Es muss mindestens ein Produkt angelegt sein. Wir brauchen ein Unternehmensprofil, das hinterlegt ist und es muss eine Zahlungsoption zur Verfügung stehen. Damit wir das nicht jetzt alles machen möchten, habe ich einen anderen Shop schon mal entsprechend vorbereitet, damit wir sozusagen da direkt einsteigen können. Ich wechsle also jetzt einmal das Fenster. Hier sehen wir auch natürlich nur ein Testshop mit Beispielinhalten, aber da sind all diese Einstellungen schon vorgenommen. Wenn ich jetzt Shop-Einstellungen aufrufe, sehen wir hier schon die Bestellübersicht, wo später, wenn dann erste Bestellungen eingegangen sind, die aufgelistet werden. Hier können wir sehen, Unternehmensprofil ist fertig eingerichtet. Wir haben Versandkosten festgelegt und die Mehrwertsteuer, sofern ihr Mehrwertsteuer erheben müsst, könnt ihr hier den Steuersatz einstellen. Ich habe ja 7% angegeben, weil es ja ein Buchshop sein soll, aber sonst werdet ihr natürlich 19 angeben oder falls die Kleinunternehmerregelung auf euch zutrifft, könnt ihr dann entsprechend angeben, dass das gar keine Steuern ausgewiesen werden bei euch. So.
So, ja, Änderung verwerfen, Dankeschön. So, hier sehen wir die Zahlungsmethoden. Wir bieten die Verknüpfung zu zwei verschiedenen Zahlungsanbietern an, bei denen man natürlich jeweils ein Konto anlegen muss zunächst, damit eine Verknüpfung möglich ist. Das ist einmal PayPal und dann ist das der Anbieter Stripe. Wenn die verbunden sind, ist die Zahlung möglich über bei PayPal, je nachdem, was der Kunde da hinterlegt hat, meistens Kreditkarte oder Bankeinzug. Und bei Stripe ist auch die Zahlung per Kreditkarte oder per SEPA-Lastschrift möglich. So, wir schließen also einmal die Einstellungen und gehen hier mal zu den Produkten. Ein Produkt habe ich schon fertig angelegt. Es ist nur noch nicht veröffentlicht. So, hier sehen wir, das Produkt hat ein Bild. Da kann ich aus meiner Bilderdatenbank etwas Passendes wählen, indem ich hier einmal klicke. Das sind jetzt die Bilder, die schon in meiner Datenbank vorhanden sind. Ich kann natürlich von meiner Festplatte auch ganz neue Bilder hochladen oder auch sogar von meinem Handy. Also wenn ihr unterwegs an eurer Webseite basteln wollt, ist das auch möglich. Einfach übers Handy, über den Browser aufrufen, gar kein Problem. Andere Bildquelle, Social Media, aber auch wir bieten eine kleine Bilderdatenbank. Das sind sogenannte Stockfotos, die wir für diesen Zweck erworben haben, beziehungsweise die kostenlos zur Verfügung stehen. Und die könnt ihr auch gerne nutzen. Natürlich braucht jedes Produkt einen Namen und einen Preis. Den könnt ihr hier festlegen. Falls es gerade einen Rabatt gibt, könnt ihr auch das einstellen. Hier könnt ihr verschiedene Aspekte des Produkts festlegen, also wenn es zum Beispiel in verschiedenen Größen angeboten wird. Oder hier könnt ihr eine Beschreibung einfügen und weitere Informationen zu dem Produkt geben. Sobald das dann veröffentlicht ist, kann man die Webseite aufrufen. Hier oben rechts finden wir den Veröffentlichen-Button und jetzt gibt es tatsächlich eine Webseite, die ich aufrufen kann und wo man dann, wenn man möchte, das Produkt bestellen kann. So liegt es dann im Warenkorb. Ich kann dann weiter einkaufen oder zur Kasse gehen. Ich zeige noch einmal ganz schnell, wie man ein weiteres Produkt anlegen kann. Das geht natürlich genauso mit wenigen Klicks. Wenn ihr die Shop-Einstellung aufruft, seht ihr eine Übersicht über alle Produkte. Ihr seht, in meinem Shop gibt es zwei davon. Und wenn ihr hier Neues Produkt klickt, dann könnt ihr ein neues anlegen. Ohne Bilder, dann nimmt ihr erstmal das Beispielbild, das wir schon kennen. Dies kann ich natürlich mit einem Bild aus meiner Datenbank oder von meiner Festplatte ersetzen. Und ich kann dem neuen Produkt auch einen Namen geben. Und ich kann den Preis festlegen, den das Produkt dann haben soll. Und ich kann angeben, dass es auf Lager ist, damit es auch bestellbar ist. Sobald ich es gespeichert habe und veröffentlichen klicke, ist auch dieses Produkt in meinem Shop bestellbar. Jetzt nehmen wir einmal an, wir haben schon sehr viele Produkte angelegt und wir haben nicht nur Produkte aus einer Kategorie, sondern aus verschiedenen Kategorien. Dann möchte ich natürlich diese Kategorien auch gerne in meinem Shop anlegen, damit es für den Kunden leichter ist, das gesuchte Produkt zu finden. Ganz klar, ich rufe dann einfach das Produkt auf, gehe hier in die Bearbeitung. Und dann seht ihr hier den Pfad. Klar, diese Seite mit dem Produkt gehört zum Shop und gehört speziell zu diesem Shop-Produkt. Wenn ich jetzt hier auf den Namen klicke, dann wird hier noch ein Bereich eingeschoben,
Da ist nämlich für die Kategorie. Das heißt, ich gebe jetzt hier eine passende Kategorie ein. Und das war schon. Jetzt ist eine Kategorie angelegt. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Shop aufrufe, fällt dieser schon in Kategorien. Das heißt, es gibt bisher nur eine Kategorie in meinem Shop Comics und es gibt alle anderen Produkte. Entsprechend möchte ich das also, dass jedes Produkt in einer Kategorie ist. Kann ich genauso machen. Ich klicke hier, gebe den Namen einer Kategorie ein. Und schon habe ich eine Kategorie erstellt. Jetzt mache ich das einmal noch für mein drittes Produkt. Und voilà, wir haben drei Kategorien in meinem Shop, jede jetzt mit einem Produkt. Und natürlich kann ich jedes neue Produkt, das ich anlege, dann entsprechend einer Kategorie zuweisen. Oder natürlich auch ein schon vorhandenes Produkt kann ich entsprechend auch in die zugehörige Kategorie sortieren. Zum Anlegen von Produkten und Kategorien und wie man das am besten gestaltet, damit es für den Kunden am besten nutzbar ist. Dazu machen wir dann nochmal ein separates Video. Ich wollte das jetzt einmal nur mal anfänglich gezeigt haben, wie es grundsätzlich funktioniert. Jetzt zeige ich euch noch, wie man einen Rabatt anlegen kann. Zum Beispiel, wenn ihr gerade eine Aktion habt, jahreszeitlich oder einen Ausverkauf oder auch nur für einzelne Personen einen Gutschein anlegen möchtet, dann geht ihr wie folgt vor. Wieder öffnet ihr natürlich die Shop-Einstellung hier oben. Klickt auf Gutscheine. Ihr seht, es wurden noch keine erstellt. Also fangen wir genau damit jetzt einmal an. Der Name ist natürlich nur für euch, damit ihr wisst, worum es geht. Dann kann ich einen Code festlegen. Das kann natürlich irgendwas sein. Aber vielleicht wollt ihr auch einen sprechenden Namen wählen, zum Beispiel so etwas. Diesen Code könnt ihr dann euren Kunden zuschicken und die bekommen dann, wenn sie ihn im Warenkorb bzw. im Checkout eingeben, beim Bezahlen, den entsprechenden Rabatt auf ihre Bestellung angerechnet. Dazu müssen wir erstmal festlegen, wie viel der Gutschein wert ist. Das kann entweder ein anteiliger Rabatt in Prozent sein oder ein absoluter Rabatt in Euro oder beziehungsweise in der Währung, in der ihr euren Shop anbietet. Wenn ihr zum Beispiel in der Schweiz seid, natürlich in Franken. Ich möchte jetzt für meinen Spring Sale einen Gutschein anlegen, der jetzt für alle Leute Rabatt auf alle Produkte von 50% gibt. So. 50%. Ich kann einen Mindesteinkaufswert festlegen, damit nicht auf eine winzige Bestellung ein viel zu großer Rabatt angerechnet wird. Deswegen kann ich sagen, erst ab Bestellung, für Bestellung ab 20 Euro gilt dieser Rabatt. Dann kann ich die Laufzeit dieser Aktion festlegen. Wenn ich keine festlege, dann gilt er dauerhaft, bis du ihn natürlich löschst. So, ich sage von März bis April soll diese Aktion laufen. Dann kann ich noch aussuchen, ob dieser Code unbegrenzt anwendbar ist. Das heißt, jeder, der ihn hat, kann ihn immer wieder für jede Bestellung verwenden, solange die Aktion läuft. Oder ich kann ihn auf eine bestimmte Anzahl begrenzen, kann sagen, nein, diesen Code gibt es nur 10 Mal. So kann ich dann auch zum Beispiel, wenn ich will, wenn es ein einmaliger Code sein soll, kann ich das auf 1 begrenzen und gebe das dann nur an eine Person weiter. Das sind auch alle Einstellungen, die wir brauchen. Wir stellen also jetzt diesen Gutschein und damit ist er fertig. Ich kann ihn hier in die Zwischenablage kopieren, um ihn dann den Kunden weiterzugeben. Es gibt auch noch die Möglichkeit, wenn ihr ein Produkt direkt bearbeitet und
hier in der Preisanpassung seid, gibt es auch noch die Möglichkeit, für ein bestimmtes Produkt einen festen Rabatt festzulegen, der unabhängig von irgendwelchen Gutscheincodes ist. Das heißt, dieses Produkt ist dauerhaft rabattiert, beziehungsweise so lange, bis ich es wieder rausnehme. Ihr seht, hier hat sich schon die Darstellung geändert, der Preis wird in Rot angezeigt und der alte Preis als Streichpreis dahinter, damit jeder weiß, okay, dieses ist gerade im Angebot. Sobald die Seite veröffentlicht ist, kann man euren Shop erreichen und eure Produkte online bestellen und bezahlen. Natürlich gibt es jetzt aber auch noch gewisse rechtliche Rahmenbedingungen. Ihr müsst entsprechende Texte bereitstellen für jede Webseite. Muss es eine Datenschutzerklärung geben und ein Impressum und für den Shop natürlich auch eine Widerrufsbelehrung und die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn ihr im Menü den Bereich Seiten aufruft, findet ihr oben eure Navigation. Das sind die Unterseiten, die ihr selbst angelegt habt mit euren Inhalten. Und ihr findet hier noch zwei Systembereiche, einmal die Systemseiten und die Shopseiten. Hier findet ihr unter den Systemseiten das Impressum, die Datenschutzerklärung, die Cookie-Richtlinie und so weiter. Unter den Shopseiten findet ihr unter anderem auch die Widerrufsbelehrung und die AGB. Ihr könnt diese wie andere Seiten auch über dieses Menü aufrufen und die entsprechenden Textfelder bearbeiten. Wenn ihr einen Rechtsbeistand habt, der euch diese Texte als Experte formulieren kann, dann ist das natürlich perfekt. Dann müsst ihr nur noch diese Texte nehmen, kopieren und hier einfügen. Wir bieten euch aber auch einen Zusatzservice an, den ihr buchen könnt, unseren Rechtstextemanager. Ihr seht das schon hier in dem gelben Kasten, der wird hier beworben, weil ich den noch nicht gebucht habe. Hierüber erfahrt ihr alles, was dazugehört. Das ist ein Service, den unser Partner Trusted Shops anbietet, wo für euch anhand eurer Angaben individuelle Rechtstexte erstellt werden. Und das Beste daran ist, dass es verbunden ist mit einem Abmahnschutz. Das heißt, Trusted Shops übernimmt auch die Garantie, dass diese Texte rechtssicher sind und übernimmt gegebenenfalls auch, sollte es zu einem Rechtsstreit kommen, die Abwicklung. Zu einem erfolgreichen Shop gehört natürlich auch ein ansprechendes Design und eine gut nutzbare Struktur der Seite. Zur Gestaltung der Webseite, zum Design werden wir sicherlich auch nochmal ein separates Webinar machen. Deswegen jetzt nur ganz kurz angeschnitten einmal. Da ist zum einen die Navigation, das ist also das Menü, das dem Besucher zeigt, welche Seiten er bei dir aufrufen kann. Unter anderem natürlich auch den Shop. Das sollte übersichtlich gestaltet sein, damit der Besucher nicht lange suchen muss, sondern mit wenigen Klicks zu dem Produkt kommt, für das er sich interessiert und von da auch ganz schnell zum Kauf, damit die Abwicklung schnell geht und damit Leute zufrieden sind und eure Produkte auch wirklich kaufen. Und natürlich werdet ihr auch das Design der Seite optisch an euer Branding anpassen wollen. Auch dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich zeige euch beides einmal jetzt hier im Menü Seiten. Dort wird die Navigation bearbeitet. Das haben wir schon gesehen mit den Systemseiten, aber eben auch eure selbst angelegten Seiten könnt ihr hier ergänzen, umbenennen, verschieben und so weiter. So, und im Menü ganz links findet ihr den Bereich Design. Hier das Farbschema, das wir am Anfang als Beispiel ausgewählt haben, da gab es ja noch relativ wenig Möglichkeiten zur Auswahl. Wenn ihr das jetzt aufruft, seid ihr völlig frei in der Gestaltung. Wenn ich jetzt zum Beispiel lieber in Richtung Blau oder Grün gehen möchte, dann wähle ich das entsprechend aus, kann hier mit dem Farbwähler genau einen bestimmten Farbwert auswählen oder sogar hier den entsprechenden Code für die Farbe eingeben. Wenn ich das dann entsprechend übernehme, errechnet das System daraus verschiedene Farbpaletten. Da kann ich auch noch mal auswählen, ob das eher gedeckt oder bunt sein soll. Entsprechend unterschiedlich sind dann die angebotenen Paletten. Und da kann ich dann die passende für mich auswählen. Und dann wird damit automatisch meine Webseite auf diese Farben angepasst.
Was natürlich auch immer wichtig ist fürs Branding, ist ein eigenes Logo. Hier in der Navigationsleiste könnt ihr auch euer Logo anzeigen lassen. Ich habe jetzt noch kein Logo, deswegen hatte ich das weggelassen. Wenn ihr schon ein Logo habt, könnt ihr hier die entsprechende Datei hochladen oder, auch das ein toller Service, den wir euch anbieten, ein Logo bei uns mit unserem Logo Creator erstellen. Der Logo Creator, den werden wir jetzt hier nicht komplett durchspielen. Das könnt ihr selber einfach mal ausprobieren. Das könnt ihr auch kostenlos auf unserer Homepage ausprobieren. Das ist ein System, das dir mit einer Datenbank von verschiedenen Schriften und Grafiken die Möglichkeit bietet, dein individuelles Logo zusammenzustellen mit deinen Farben und einer zu dir passenden Schrift und einer Grafik, wenn du möchtest, die zu deinem Business passt. Und dieses Logo kannst du dann entsprechend auf deiner Webseite hochladen. Und damit sind wir auch mit der Gestaltung eines Shops schon durch. Wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne einmal unserem Support und guckt auch gerne mal wieder in ein anderes unserer Webinare rein.